trinke ich ja gar nicht. Sein erster Erfolg auf der Tour lässt Max Rehberg auf dem Boden bleiben. Im französischen Forbach gewann der 19-jährige Max das dortige ITF Challenger. Ja, also erstmal nehme ich natürlich meinen ersten Herrenturniersieg mit. Klar ist es nochmal ein anderes Niveau, weil es einfach Challenger ist und ITF ist halt nochmal schon ein großer Unterschied, aber auf jeden Fall ganz, ganz viel Selbstvertrauen und ja, einfach gute Laune, würde ich sagen. Ein Vorteil auch für Max Rehberg ist, dass auch in Frankreich auf Teppichboden gespielt wurde. Genauso wie bei den kommenden Wolfgang Open in Ismaning. Das ist das Gute hier an Teppich, weil an Teppich ist halt viel möglich. Es sind sehr schnelle Ballwechsel. Das Spiel ist sehr schnell, es kann viel passieren. Wenn man einen guten Tag hat, kann man hier, glaube ich, jeden schlagen. Oder ich kann hier jeden schlagen, würde ich jetzt mal von mir behaupten, ohne irgendwie arrogant zu wirken. Max hat sich, finde ich, im Laufe des Jahres nicht nur an das Niveau angepasst, sondern hat sein Niveau ständig gesteigert, hat in Hamburg beim Rotenbaum beim 500er ein ganz enges Match verloren und jetzt in den letzten Wochen sich auch bei Challenger-Turnieren so dieses Level durchgehend qualifiziert. Insofern macht er die richtigen Schritte. Auch Philipp Florich wird beim ATP Challenger aufschlagen. Für den Spieler des Bundesstützpunktes Oberhaching wird es die zweite Teilnahme. Einfach das Umfeld hier. Wir kennen die Leute, wir kennen die Turnierleiter, die Trainer sind immer alle da, aus der Base viele Leute, die man kennt. Das hilft einem, die unterstützen einen und ja, das hilft uns auf jeden Fall. Das ist auch was Besonderes für uns. Ja, und wir versuchen, das Beste draus zu machen. Die Wolfgang Open werden zum 6. Mal ausgetragen. Es geht für den Sieger um 80 Punkte für die Weltrangliste und um ein gutes Geld. In diesem Jahr haben wir ein Preisgeld von insgesamt 45.730 Euro. Das ist eine ganz leichte Erhöhung. Das ist dem geschuldet, weil das Qualifikationsfeld um 8 Spieler aufgestockt wurde mit jetzt 24 Spielern. Das Turnier im Tennisclub Ismaning ist vor allem für die deutschen Spieler schon so etwas wie ihr Wohnzimmer, wo sie Lokalmatadoren-Status genießen. Ja, der Max auf jeden Fall, ja, weil er von hier kommt. Ich vielleicht inzwischen auch so ein bisschen, weil ich ja hier in der Base trainiere in Oberhaching. Ja, kann schon sein, dass ich den ein bisschen hab. Weil es gibt selten, dass noch ein Turnier in einem Tennisclub ausgetragen wird. Sie ziehen es hier sehr schön auf mit einer Tribüne, sind immer viele Zuschauer da, die Organisation ist sehr gut und natürlich ist 15 Minuten von mir entfernt oder vielleicht sogar 10. Ja, es ist wie daheim einfach. Es fühlt sich einfach sehr, sehr schön an, hier zu spielen. Die Wolfgang Open werden vom 9. bis 16. Oktober ausgetragen. Dass zweimal ein deutscher Spieler das Challenger-Turnier gewinnen konnte, ist für die Tennis-Cracks um Max Rehberg zusätzlicher Ansporn.